Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ja, seit langer Zeit mal wieder ein Walk the Dog Video. Ist auch mal wieder Zeit, aber es gibt auch wieder mal ein Thema, was ich glaube, was ganz spannend ist, denn vielleicht, wenn du eine PV-Anlage planst, bist du vielleicht irgendwann, wahrscheinlich sogar nach der nächsten Bundestagswahl, mit der Situation betroffen, keine Einspeisevergütung mehr für deine PV-Anlage zu bekommen oder zumindest weniger oder auch vielleicht in Stunden dann doch keine. Was steckt denn da schon wieder dahinter? Und hier meine Gedanken dazu. Auf geht's. Ja, genau. Es geistern ja so die ein oder anderen Stellungnahmen, Berichte, Ideen durch die Welt. Unter anderem vom Finanzminister, aber auch von Klaus Müller, dem Chef der Bundesnetzagentur. Es muss sich was bei der Einspeisung und bei den Einspeisegebühren und bei den Einspeisevergütungen, so heißt es ja richtig, für auch private PV-Anlagen etwas tun. Der Hintergedanke bei Herrn Lindner ist sicherlich der, dass ja der Bund im Zuge der Energiekrise die Strompreise für alle abgesenkt hat, indem der Bund die Einspeisevergütung übernimmt, also die EEG-Umlage aus dem Strompreis verschwunden ist, was für viele Haushalte die Strompreise ja doch spürbar gesenkt hat. Natürlich landen diese Gebühren, die alle bekommen, die Strom ins Netz einspeisen, also zumindest nach EEG einspeisen, bei den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern. Aber zumindest ist dieser Betrag erstmal von der Stromrechnung weg. Na gut. Und jetzt ist der Bund natürlich in den Hintern gekniffen, weil er diese Gebühren übernehmen muss. Und aufgrund der Marktverschiebungen, die wir haben, ist das für den Bund schon ein ganz schöner Posten. Und das schmeckt natürlich dem Finanzministerium nicht für sauber erzeugte Energie zu zahlen, könnte man denken. Egal. Also es ist ein fiskalisches Problem. Und auf der anderen Seite sieht Herr Müller, also Chef der Bundesnetzagentur, die Sache natürlich aus netztechnischer Sicht. Denn es ist natürlich mega erfreulich, dass der Ausbau insbesondere der Photovoltaik in Deutschland, man könnte fast sagen, noch nie erreichte Höhen erreicht hat. Und es auch hoffentlich so weitergeht, obwohl ich finde, dass es in diesem Jahr die Nachfrage deutlich verhaltener ist als im letzten Jahr, was wahrscheinlich an der ganzen wirtschaftlichen Situation liegt, den Verunsicherungen, wo geht's weiter, was gibt's für Autos in Zukunft und so weiter und so fort, was ist mit den Heizungen, ihr kennt all diese Debatten. Trotz alledem steigt die installierte Erzeugungsleistung von PV-Anlagen auch im privaten Bereich stark an. Und das bedeutet natürlich auch eine immer weiter zunehmende Belastung für die Stromnetze, die, seien wir ehrlich, an vielen Stellen in Deutschland dafür nicht und noch nicht ausgelegt sind. Und das wiederum führt halt immer wieder auch zu Situationen, in die Netzbetreiber eingreifen müssen. Bisher ist das alles ohne irgendwelche von anderen herbeigeredeten Blackouts passiert und das wird wahrscheinlich auch nicht dazu kommen. Aber es sind erhebliche Anstrengungen auf Seiten der Netzbetreiber nötig, damit dieses veränderte Nutzungsverhalten der Stromnetze nicht zu irgendwelchen Problemen führt. Von daher gebührt an der Stelle einfach mal ein Riesendank an alle unsere Netzbetreiber, die uns zwar an vielen Stellen auch ärgern, zum Beispiel, weil sie halt immer wieder auch andere und wechselnde Vorgaben und Formulare haben, wenn man zum Beispiel PV-Anlagen anmeldet. Aber Job der Netzbetreiber ist es halt, unsere Stromnetze stabil zu halten, sodass wir rund um die Uhr Energie für ja, alles nutzen können, was wir so tun zu Hause. Es ändert aber nichts an der Tatsache, dass die Belastung der Stromnetze sich und die Nutzung der Stromnetze sich stark ändert und darauf reagiert werden muss. Und es ist auch klar, weil technisch einfach zwingend, dass ab bestimmten Situationen ein Stromnetz eine bestimmte Menge an Energie einfach nicht mehr aufnehmen und verteilen kann. Und dann muss darauf reagiert werden. Jetzt kann man darauf reagieren, indem man zwei Dinge macht. Die eine Sache ist, man greift steuernd ein
und regelt Anlagen ab. Das wird auf Ebene der Mittelspannung oder Hochspannung, dort wo zum Beispiel große Windkraftparks und Solarparks einspeisen, ja auch schon gemacht. Ihr kennt diese Diskussion. Und dann werden Anlagen halt abgeregelt, wenn sie auf Deutsch gesagt nicht gebraucht werden. Was natürlich auch so nicht richtig ist, weil saubere Energie brauchen wir immer. Das Problem ist nur, wir sind halt noch viel zu abhängig und wir nutzen halt noch viel zu viel fossile Kraft, fossile Energieträger und können sozusagen den Strom gar nicht gebrauchen. Beziehungsweise wir haben vielleicht hier und dort auch natürlich auch noch nicht ausreichend Speicher oder Anlagen zur Erzeugung von Wasserstoff. Also sprich, wir haben einfach mehr Kapazitäten am Markt, als wir zum Teil brauchen. Und dann müssen solche Anlagen halt abgeregelt werden, temporär. Für den Verbraucher ist das auch ärgerlich, weil er dann dafür entsprechend Ausfall bezahlen muss, was natürlich auch verständlicherweise gewissen Unmut hervorruft. Auf der anderen Seite ist natürlich auch wiederum so, dass die Betreiber sagen, damit wir unsere Anlagen überhaupt aufbauen und betreiben, müssen wir uns halt darauf verlassen, so und so viel ins Netz einspeisen zu können und die Einspeisevergütung dafür zu bekommen. Also ihr seht, die Netze sind aktuell der größte Flaschenhals bei der Energiewende. Also ich habe schon gesagt, die eine Möglichkeit besteht darin, Anlagen abzuregeln, was in bestimmten Ebenen auch schon gemacht wird. Und Klaus Müller hat jetzt also auch schon angekündigt, ja, er kann sich gut vorstellen, das gab ein Interview in der Osnabrücker Zeitung, dass das zukünftig auch bei privaten Anlagen passieren wird. Wir hatten sowas ja eigentlich auch schon mal, nämlich mit der 70%-Regel, die viele von euch sicherlich kennen, die schon längere Zeit eine private PV-Anlage betreiben. Da gab es schon aus der Vorgängerregierung mal die Vorgabe, dass die Wirkleistung auf 70% begrenzt werden darf. Ja. Dann ist das aufgehoben worden im Zuge der Energiekrise, um einfach mehr Energie ins Netz einzuspeisen. Die Netze sind erstaunlicherweise nicht zusammengebrochen. Ja, und jetzt wird eigentlich wieder über sowas Ähnliches diskutiert, nämlich das soll eine, ja, an der Einspeiseleistung und an der Transportkapazität des Netzes orientierte Abregelungsmöglichkeit für private PV-Anlagen geschaffen werden. Wahrscheinlich wird es sich hierbei um Neuanlagen handeln, aber es ist natürlich auch durchaus denkbar, dass sowas auch für Bestandsanlagen eingeführt wird. Wie das technisch umgesetzt wird, ist dann wieder eine andere Frage. Da gibt es natürlich bestimmte Möglichkeiten, Rundsteuerempfänger und so weiter. So gut wie jeder Wechselrichter kann das. Ist natürlich ärgerlich, ist mit Kosten verbunden und so weiter. Deswegen gehe ich mal eher davon aus, dass es sich dann um Neuanlagen handeln wird. Und damit müssen wir rechnen. Wir müssen genauso gut damit rechnen, dass es zum Beispiel eine Art Energiespeichermanagement geben muss, das zum Beispiel in Zeiten besonders hoher Erzeugung den Strom in die Batterie leitet und nicht zur Einspeisung bringt. Und das ist natürlich bisher bei vielen Anlagen nicht der Fall. Da passiert dann etwas, was schon aus Sicht der Netzbetreiber auch ein bisschen ärgerlich ist, nämlich die Batteriespeicher werden schon am Vormittag vollgeladen, gerade im Sommer. Ne? Ihr wisst das selber, wer so eine Anlage betreibt, der weiß, dass der Batteriespeicher über Nacht, die Nächte sind kurz, die Sonne scheint lang. Die Speicher sind vielleicht über Nacht gar nicht so tief entladen. Dann kommt morgens die Sonne raus, die Anlagen erzeugen Strom. Es ist mehr oder weniger niemand zu Hause. Die Batterien sind um 12 oder um 1 schon voll und dann wird volle Kanne ins Netz eingespeist. Und das ist natürlich genau die Situation, die man eigentlich nicht braucht. Es wäre natürlich wesentlich sinnvoller, wenn vielleicht sogar die Batterien morgens sogar Strom ins Netz abgeben, wenn einfach Bedarf im Netz ist und dann zum Mittag hin eher in die Aufladungsphase übergehen und dann zum Abend wieder in die Rückspeisephase gehen. Also ein intelligenteres Batteriemanagementsystem wird von Herrn Müller hier auch angesprochen. Ich finde, dagegen ist gar nicht grundsätzlich was einzuwenden. Was kann man denn nun fiskalisch machen? Fiskalisch wird darüber diskutiert, die Einspeisevergütung nicht mehr pauschal pro Kilowattstunde auszuzahlen, sondern dass sich die Einspeisevergütung auch an den Marktgegebenheiten orientiert. Soll also heißen, das ist zumindest meine Interpretation,
je mehr Strom ins Netz eingespeist wird, desto weniger Vergütung gibt es dafür, bis hin zu null. Und das hat Klaus Müller auch gesagt, es ist sogar vorstellbar, dass wer in Zeiten einspeisen will, in dem niemand bereit ist, für den Strom zu bezahlen, vielleicht sogar auch negative Preise für die Einspeisung aufgerufen werden. Also sprich, wer dann Strom ins Netz einspeist, muss dafür bezahlen, anstatt Geld dafür zu bekommen. Ja? So, also ihr seht, da ist einiges im Fluss. Und meine Vermutung ist tatsächlich, dass wir spätestens nach der nächsten Bundestagswahl hier Veränderungen sehen werden. Aus unterschiedlichen Gründen, sowohl technischen als auch fiskalischen Gründen. Wie ist das jetzt zu interpretieren? Ich nehme mal so einen wirklichen Klassiker. Habe ich selber erlebt, haben wir selber gebaut. Ein Ehepaar baut sich auf einem Einfamilienhaus eine relativ große PV-Anlage, knapp 10 kW Leistung, hat eine neue, relativ neue Gasheizung, fährt einen Verbrenner. So, was passiert selbst jetzt im Herbst? Es sind wahnsinnige Überschüsse jetzt schon. Ne? Die Anlage macht so um die 20, 25 Kilowattstunden am Tag. Verbraucht wird davon höchstens die Hälfte. Der Rest geht tagsüber ins Netz. Abends wird wieder Energie aus dem Netz bezogen. Ja. Und was macht das deutlich? Warum ist das so ein schönes Beispiel? Das zeigt eben, dass wir wahrscheinlich alle in Zukunft die PV-Anlagen betreiben, vor allem wahrscheinlich die Neukunden, sich viel mehr Gedanken darum machen müssen, wie groß baue ich meine Anlage? Stichwort, wie viel wird im Sommer an Überschuss eingespeist? Und B, was mache ich denn eigentlich mit dem Strom? Und das heißt also, das Thema Eigenverbrauch wird nochmal einen größeren Schub geben. Und vielleicht ist das aber gar nicht so schlecht. Denn, ich sag's mal so ein bisschen überspitzt, wer sich eine PV-Anlage aufs Dach baut, ich bin jetzt mal ein bisschen sarkastisch, um damit Geld zu verdienen, gleichzeitig aber sagt, na, aber ich will aber kein E-Auto fahren und ich will auch weiterhin mit Gas heizen, der wird eben dann vielleicht ein bisschen dazu, na sagen wir mal, gezwungen oder angeregt, sich mal darüber Gedanken zu machen, dass es doch vielleicht die clevere Alternative wäre, die selbst erzeugte Energie auch einfach mal vor Ort zu nutzen für alles Mögliche. Und nicht einfach nur, um damit mittags den Kühlschrank zu betreiben. Dann kann ich mir auch ein Balkonkraftwerk irgendwo hinsetzen. Da muss ich mir keine 7 oder 8 kW Anlage aufs Dach setzen. Das heißt also, das, was wir immer sagen, nämlich das Thema Sektorkopplung, wirklich mal auf mehreren Ebenen ernst nehmen. Und ich erinnere mich noch an ein Video, was ich vor, ach, das ist bestimmt 2 Jahre her, wenn das mal reicht, an der Ostsee gemacht habe. Da bin ich auch morgens, so wie heute, mit dem Hund spazieren gegangen. Die Sonne kam raus, der Wind wehte wie verrückt und der Rauch kam aus den Schornsteinen. Wo du auch denkst, Kinder, das kann doch nicht sein, dass ihr hier vor Ort wirklich günstig Energie erzeugt aus Wind und Sonne und gleichzeitig Erdgas in euren Heizungen verbrennt. Das kann ja nicht sein. Dann schaltet doch wenigstens einen Heizlüfter an, so ungefähr, um euren Strom hier zu nutzen. Also ich denke, es wird in diese Richtung gehen. Man kann sehr geteilter Meinung darüber sein. Das ist völlig klar. Was zum Beispiel das Thema Ressourcen angeht, wäre es natürlich wesentlich sinnvoller, wenn wir uns nicht alle irgendwelche riesigen Speicher in den Keller stellen müssten, nur um mehr Eigenstrom zu verbrauchen. Weil das kostet ja schließlich eine Menge Geld und verbraucht, wie gesagt, Ressourcen. Wenn wir denn für die Einspeisung ins Netz entsprechend fair oder besser vergütet werden würden. Das ist aber nicht der Fall. Das ist ja auch einer der Gründe, warum heute fast jede PV-Anlage mit einem Speicher gebaut wird. Aber wie gesagt, auf der anderen Seite mit Speichern, ne, Rohstoffverbrauch, irgendwann Recycling, das Thema Abhängigkeit, wer produziert, wer baut es und so weiter, diese ganze Thematik will ich hier jetzt nicht, die ganze Kette will ich jetzt hier gar nicht ausbreiten. Und dann haben wir aber natürlich auch den Zustand unserer Netze, der halt einfach noch nicht so ist, wie es sein müsste, um all diese Energie auch aufzunehmen. Na gut, die Gedanken wollte ich mit euch nur mal auf diese Weise teilen. Ich bin auch sehr gespannt auf eure Kommentare. Hoffe, dass der Walk the Dog heute früh euch ein bisschen Spaß gemacht hat beim Zuhören, ein bisschen zum Nachdenken. Oh, fossiler Laster. Ein bisschen zum Nachdenken anregt. Freue mich auf eure Kommentare. Wünsche euch einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Zugucken und tschüss, bis zum nächsten Mal.